Chorteil davon. Was geht ab, YouTube? Heute machen wir mal ein anderes Video und zwar ein Unboxing, Leute, von dem MetaCrasht 3. Erstmal ein dickes Dankeschön an jeden, der bei Twitch und also was supportet, weil ohne euch hätte ich mir das jetzt nicht leisten können. Vielen, vielen Dank an jeden. Kuss geht raus. Ich wollte es eigentlich schon längst on Stream auspacken, hab dann schon an der Seite die Dinger hier abgerissen, die das Ganze hier zusammenhalten. Da kamen Leute auf die glorreiche Idee und ich auch. Ich mache ein Unboxing-Video. So Leute, dann fangen wir mal an. MetaCrasht 3, nicht 2, nicht 1, 3. Mit schönen Controllern. Oh, oh, oh. Drei Kameras, damit die immer mich beobachten können. Oh, yeah. Rückseite juckt absolut niemanden. Da steht nur Meta, kennen wir vielleicht und mehr nicht. Ich habe schon die Dinge abgerissen, Leute. Ja, der Profi auf jeden Fall. So, machen wir das Ding mal auf hier. Hallo, aufmachen hier, verdammte Scheiße. Oh, 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 da steht. Hallo. 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 Meine Kamera. Ich hab Oh, jetzt weg damit hier. Oh, MetaCrasht 3. Holz, Holzverpackung, Verpackung hier. Und jetzt öffnen wir mal den Aal hier. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. War jetzt mal Rewrap. Coole Verpackung. Wir nehmen mal die Controller. Gucken uns die mal genauer an. Wir haben hier A, B und das ist das Meta-Zeichen mit dem Stick. Haben hier hinten noch einen Trigger und hier noch die Fünf. Also. Hört man das? Die finde ich echt cool an, also echt krasse Qualität. Der Stick, ja, ist in Ordnung. Ich würde sagen, ich glaube, das ist dasselbe wie der Xbox-Stick, aber ne, das ist ein bisschen kleiner. Das ist, glaube ich, derselbe Stick, aber man merkt auf jeden Fall der Widerstand. Ja, ja. Das ist absolut eine Narbe auf meinen Daumen von der Säge auf Arbeit, Leute. Ich weiß, ich juckt absolut niemanden, aber ich wollte es mal gesagt haben. Auf dem anderen Controller haben wir genau denselben Knopf in der Seite und hier hinten auch. Genau, selben Stick hier auch. Auch das Startzeichen wahrscheinlich. Und X und Y. Ich muss sagen, die Qualität ist. Ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit der Qualität. Also fühlt sich auf jeden Fall nicht billig an. Liegt gut in der Hand. Hier noch ein paar Straps, damit man das Ding nicht hier durch den ganzen Raum schmeißt. Chorteil davon. Warte. Oh shit, Bro. Also, das sieht ja mal super knüller aus mit Massagen. Fühlt sich auch vom Stoff her hier drin. Ja, ist recht solide, muss ich sagen. Recht solide. Nasenteil hier. Ja, auch gut, ja. Ist etwas weicher auf jeden Fall. Für den dicken Schnauzer. Hier den ganzen Headstrap, was man hier um seine hässliche Fettbirne schneiden kann. Was mir hier auffällt, also natürlich, Arzt hat keine Kopfhörer. Was ich teils gut finde, aber auch irgendwie nicht. Irgendwie hätte ich mir Kopfhörer gewünscht, aber wahrscheinlich, wenn die scheiße gewesen wären, kannst du ja nicht wegzaubern, wisst ihr, was ich meine? Heißt also, ich mache meinen eigenen Kopfhörer und ich habe gut Kopfhörer, also ja, bin ich auch sehr zufrieden damit. Hier haben wir einen Stecker, glaube ich. Das ist zum Aufladen, vermute ich mal. Hier haben wir einen Knopf, hier haben wir ein Drehrädchen. Ein bisschen. Ich will nicht zu sehr dran rumreden, ansonsten geht's kaputt. Hier haben wir noch einen Stecker und hier haben wir einen Knopf. Selbstzerstörung aktiviert. Auf jeden Fall etwas stabiler hier, klar, verstärkt. Das Band fühlt sich auch relativ in Ordnung an, gute Qualität und ja, machen wir mal das Ganze hier von innen an, Leute, hier, mal hier für euch. Hier geht zuerst rein. Ach, da steht schon was. Was? No little cleanel. Okay, 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 okay. Ich brauche jetzt mal noch einen Schluck von der Coca-Cola nehmen. Ah. So Leute, und da ist halb 10 in Deutschland, Leute, ihr wisst ganz genau, das war ein Knopf aus, keine Werbung. Ich denke mal, der Rest der Verpackung wird jetzt hier wahrscheinlich noch ein Kabel sein, hoffe ich mal. Oh, sieht man das Scheiße. Wird hier wahrscheinlich noch ein Kabel sein. Oh, nee, oh, oh. Oh, wir haben hier erstmal ein Netzteil, ja, mit Meterzeichen. Was haben wir noch? Eine Anleitung, wir sind, Junge, ich bin ein Mann, ich brauche keine Anleitung, Alter. Unfassbar, sie reden hier mit dem King, Alter. Mit dem Boss, und dann wollen sie mir eine Anleitung geben. Shish. USB-C-Kabel. USB-C. Hier USB-C-Eingang. Und apropos, die Controller sind batteriebetrieben. Nur für, falls jemand interessiert. Was für ein geiles Spiel. Was für ein geiles Spiel. Das ist ein Spiel für Frauen, Leute. Oh, geil, Mann. Fit Check.
Sieht in dem Fummel dick aus. Es sitzt auf jeden Fall sehr solide. Also ich kann es auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall noch genauer einstellen. Ich zeige euch mal hier hinten. Zieht man die Dinger auseinander oder zieht die zusammen. So spart man die ganze Kacke und hier oben machst du halt immer per Klettverschluss. Ich sehe nichts. Natürlich sind die Dinger davor noch. Ich habe die noch abrangen lassen. Aber ich sehe nichts. Also alles komplett dunkel. Aber vom Fit her, ich muss sagen, es sitzt auf jeden Fall sehr strong. Dafür, dass es nur mit diesen Straps ist. Also ganz simpel, wirklich. Ja. Müsste ich vielleicht meinen fetten Kopf noch ein bisschen genauer einstellen, damit ich nicht so ganz wackel. Aber es geht eigentlich. Also ich hätte mir gedacht, es wackelt mehr oder es ist auf jeden Fall noch loser drauf. Aber da es mein erstes ist, was ich habe und ich kann halt da nicht vergleichen, muss ich sagen, ich bin recht zufrieden, was den Fit angeht. Also ich kann es auf jeden Fall für mehrere Stunden rocken, würde ich sagen. Ist ein Abdruck jetzt irgendwo? Nö. Nö, aber ich bin auf jeden Fall, mal gucken Leute, vielleicht blende ich in dem Video noch ein Gameplay ein, wie ich spiele. Danke für den ganzen Support Leute, lasst doch vielleicht ein Like da, wenn es euch gefallen hat, einen Kommentar. Wenn ihr noch mehr Unboxing sehen wollt, vielleicht kann ich noch mehr von irgendwelchen Sachen machen, wenn es euch gefallen hat. Haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Peace.